Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Feuerrot Nuzlocke Challenge. Im letzten Part sind wir hier auf Island 1 noch ein bisschen die Wege abgelaufen und sind dann hier neben diesem Schwimmer gelandet, den wir doch jetzt gleich mal zum Kampf herausfordern wollen. Von hier kann man den Glutberg in den Himmel ragen sehen. Ach, kann man das? Cool. Das finde ich gut. So, Herausforderung von Schwimmer Isaac. Und ja, ich sage nicht Isaac, weil Isaac wird mit einem C hinten geschrieben. Also ist das Isaac. So. Ja, hat schon alle KP. Schon blöd, eine Genesung in der ersten Runde einzusetzen, wenn man schneller ist als der Gegner. Und noch viel blöder, wenn der Gegner einen dann one-hittet. So, Isaac, das war's schon. Du bist stark, oder? So ein bisschen. Vielleicht. Ich meine, ich habe 7 Arena-Orden. Ne? Das Wetter ist wunderbar. Perfekt für einen Kampf. Okay, wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein. Ne? Du, Schwimmerin Jutta. Ein Simon. Simon ist cool. So, Rasierblatt und weg damit. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Okay. 40. Noch ein Simon. Bleiben wir mal draußen mit Flori. Was soll it? So, noch ein Rasierblatt. Und das sollte es dann gewesen sein. Ja, wunderbar. Wunderschön. So muss das aussehen. So, Flori hält ein paar Erfahrungspunkte. Jutta ist beliebt. Und so. Ja. Hey, Angler. Na? Gut, den Carpador-Trainer hatten wir ja jetzt schon. Das heißt, ich hege die Hoffnung, dass er hier keine 5 Carpadors hat. Auf jeden Fall haben wir hier ja noch VM6 bekommen. Den Zertrümmerer. Da wollen wir auch gleich mal sehen. Mausi, Flori und Rage. Mausi. Mausi kriegt den Zertrümmerer. Und zwar für... Wobei, Mausi hat jetzt schon Schaufler und Stärke. Nee. Bei Rage hat Surfer und Flori hat Zerschneider. Blöd. Das ist blöd. Na gut, dann machen wir es so. Der Schaufler, ja, braucht 2 Runden. Der Schaufler ist doof. So. Schaufler vergessen. Dann haben wir hier immer noch, zwar immer noch 2 VMs drauf, aber passt schon irgendwo. So, Maus ist noch ganz vorne, oder? Ja, wunderbar. Warte einen Moment. Ich habe einen großen am Haken. Oh, das könnte ein Carpador sein. Theoretisch. Nein, Goldini. Okay. Das wären dann Goldini und Golking. Dann bin ich zufrieden. Da habe ich kein Problem mit. Was? Mit einem KP überlebt? Really? Ach, komm schon. Mausi. Das hättest du jetzt aber schaffen können, ey. Na gut, dann machen wir das anders. Oder andersrum zumindest. Damit der Dreschschlägel nicht ganz viel abzieht, kommt jetzt eben erst der Ruckzuckhieb. Und dann die Stärke, wollte ich gerade sagen. Aber ich glaube, ich bleibe beim Ruckzuckhieb. Und wie es aussieht, hatte das Goldini gerade einfach nur eine verdammt gute Verteidigung. Naja. Ich bleib weiter dabei, erst Rückzug-Keep und danach dann die Stärke. Genau wegen diesem Dreschflegel. So, dann kommt jetzt die Stärke und das Goldfing ist besiegt. Und der Dreschflegel wäre stärker gewesen, wenn ich erst die Stärke eingesetzt hätte, weil er dann mehr Schaden genommen gehabt hätte. Ja, ich glaube, das ist grammatikalisch richtig. Und komm. Schmeiß das nächste Goldfing raus. Kein Problem.
Ruckzuckhieb. So, oh, das könnte jetzt knapp werden. Es wird mir zu knapp. Lieber nochmal einen Ruckzuckhieb raus. Und dann jetzt die Stärke. Ich hatte so meine Bedenken, ob die Stärke jetzt gerade eben reichen würde. Und lieber auf Nummer sicher gehen bei sowas. So, Flash, komm, mach du das mal. Dann kann ich jetzt Mausi nach dem Kampf erstmal wieder hochheilen und ja. Und so. So, die Schockwelle. Und das war's dann jetzt auch für Golking. Ja. Wie erwartet. Gut, war jetzt aber auch nicht schwer vorherzusehen. So. Spieler besiegt Angler Dominik. Ach, schade. Also für ihn. So. Okay. Dann, was wollte ich jetzt noch machen? Genau, erstmal Mausi wieder heilen. So, eine Limo. Hier, Mausi. Ich weiß, trinkst du gerne. So, und dann jetzt doch endlich mal Attacken sortieren. Weil... gar nicht, ey. So. So. Wobei... Machen wir es so rum. Okay. Dann hier... Der Fußstrahl ganz nach unten. Das Rasierblatt zumindest nach vorne. Das Schneider setze ich so selten. Wobei, es ist eine Angriffsattacke, also dahin. So. Dann hier. So. So. Und hier auch den Surfer ganz nach vorne. Die Drachenblut ganz nach hinten. Ich setze mit Absicht nicht die Hüftpumpe ganz nach vorne, weil ist zwar stärker, aber hat halt eine scheiß Treffergenauigkeit. 80% ist mir persönlich zu wenig. So, und dann sind wir hier auch schon angekommen. Beim Glutberg. Mal sehen, was wir hier für ein Pokémon bekommen werden. Okay, hier haben wir auf jeden Fall Stärkefelsen. Hi. Stell dir vor, dieser Vulkan würde ausbrechen. Die Eruption wäre unser Ende. Ist das nicht erschreckend? Während uns die Knie schlottern, könnte ich einem Pokémon Explosion lehren. Nein. Ja, genau, du hast recht, das ist zu erschreckend. Hallo? In einer Nuzlocke-Challenge Explosion? Bist du blöd oder sowas? Hi, na? Hier drüben, wir versuchen hier zu graben. Der Schatz, über den der Vorstand redet, über den die Vorstände reden, muss hier irgendwo sein. Was zur... Du bist im Weg, verschwinde! Entschuldigung. Meine Güte. Sag mal nicht so pingelig hier. Okay, dann verschieben wir mal die Stärkefelsen. So. Hier jetzt auch durch. Oh, hi. Na? Weißt du, wie in Vulkanhöhlen entstehen? Weißt du, dass mir das scheißegal ist? Also ich meine, es wird wahrscheinlich so sein, dass sich das Magma dann irgendwo Gänge durchfrisst. So, Knuffenser wird in den Kampf geschickt. Also dass da irgendwo ja, Lufträume in den Steinen sind und dadurch fließt dann das Magma und füllt das weiter aus und tritt dann irgendwann irgendwo aus. So, Stärke. Sehr schön. Das war Fluffenser. Mausi Level 43. Auch gut. Sehr, sehr gut. Duflor. Okay, gegen Duflor setzen wir Flash ein. Weil Flash hat die Nadelrakete. Auch wenn er einen schlechten Angriff hat, die Nadelrakete ist immer noch sehr effektiv und kann dadurch gut Schaden machen. Theoretisch. Mal schauen. Ich habe nichts gesagt. Alter, das ist ja gar nichts.
Gut, ich war mir jetzt auch nicht sicher, wie gut die Verteidigung von Luflo ist. Muss ich dazu sagen. Und sie ist scheinbar ziemlich gut. Das ist blöd. Na komm, Nadelrakete. Ich meine, wenn du hier ein bisschen häufiger als zweimal triffst, dann macht das sogar Schaden. Ein bisschen häufiger heißt nicht einmal mehr. Mann, ey, einmal mit Profis arbeiten. Okay, das lassen wir. Da habe ich jetzt so keinen Bock drauf. Jesse, mach du da mal den Rest. Meine Güte, Himmelhilfe, ey. Oh, ja, nicht sehr effektiv, ich weiß. Deswegen habe ich ja auch Jesse eingesetzt. So, Flügelschlag, sehr effektiv, weiß ich auch, weil deswegen habe ich Jesse eingesetzt. Dafür besiegt, ich weiß, weil dafür, und ja. Ich glaube, wir haben es alle verstanden. So, noch ein Duflor, okay. Das wird dann nochmal geflügelschlagt. Und überlebt das sogar. Okay, Duflor hat wirklich eine verdammt gute Verteidigung. Wie es aussieht. Hm. Na gut. Entschuldigung. Ich musste da gerade mal husten. Also, räuspern. Wie auch immer. Warum hat dieser blöde Trainer hier eine Top-Genesung? Das mag mir nicht gefallen. Nicht so wirklich. So. Mal einen Flügelschlag hinterher. Komm. Gib ihm. Gib ihr. Dein weibliches Duflor. Super, Jesse. Hast du ganz, ganz toll gemacht. Hey, und dann darfst du dich jetzt wieder nicht entwickeln. Weil du hast ja ein Level abbekommen. Wow. Ich mag das immer noch nicht. Vor allem, ich kann das auch vorher nicht abbrechen. Ne? Ich hämmer hier gerade auf die B-Taste und kann es einfach nicht selber abbrechen, bis es hier an der Stelle selber abbricht. So, dann wollen wir noch mal sehen, was unser Pokémon für diese Route sein wird. Ja, ich lasse mal Mausi vorne. Weil, warum nicht? So, was haben wir denn da Schönes? Wir kriegen ein... Oh, wie geil! Ein Ponita! Oh, yeah. Oh, fucking yeah. Gut, das will ich definitiv haben. Stampf. Scheiße, habe ich überhaupt Bälle? Ich weiß es gerade nicht mehr und das gefällt mir nicht. Na gut. So, noch ein Zertrümmerer rein. Oh, Mausi! Mausi, was soll der Scheiß? Och, komm schon. Super. Kein Ponita für uns. Und ja, ich hätte noch Bälle gehabt. Oh, das ist doch zum Kotzen. Warum? Mausi. Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist doch nicht mehr schön. Das macht so echt keinen Spaß, weißt du? Ich hätte hier einen Ponita kriegen können. Ein fucking schönes Ponita. Aber nein. Warum denn auch? Hä? Na gut. So, fällt zerbrechlich, Zertrümmerer. Ja, komm, mach, weg damit. Ah, was haben wir da? Ein Kleinstein. Okay. Level 13. Was zum Teufel? Ich müsste dann auch mal hier die Pokémon tauschen. Flashy in der Höhle ist jetzt nicht so unbedingt die beste Idee. Aber das ist ein Picknicker. Könnte passen. Ein Vulkan gilt als aktiv, wenn er ausbricht oder kurz vor dem Ausbruch steht. Ja, das ist richtig. Hast du gut erkannt. Oh, ein Pokémon Ranger. Okay. Mit Oweiowei. Das finde ich gut, weil da ist die Nadelrakete jetzt vielfach effektiv. Macht vielfachen Schaden. Dadurch könnte sie sogar ein bisschen Schaden machen. Oh, macht sie sogar. Schön. Und trifft trotzdem nur zweimal. Flash, ganz ehrlich. Das ist jetzt nicht mehr lustig. Ja. So, dann jetzt ein Ruckzuck-Keep.
Ach, natürlich hat der Ranger hier auch Top-Genesung. Warum denn auch nicht, ne? Weil ansonsten hätte ja der Ruckzuck-Hieb hier gereicht. Aber nein. Oh. Ich bin immer noch schneller als das Oval. Das ist gut. Das ist sehr schön. So, eins, zwei und yes. Danke, Flash. Dankeschön. So, 777 Erfahrungspunkte und ein Kokowai. Dann machen wir doch mit der gleichen Strategie. Sind wir immer noch schneller? Ich glaube nicht, aber nein, sind wir nicht. Wow. Das war ein bisschen was an Schaden. So ein bisschen. Ein ganz, ganz kleines bisschen. Okay. Sollte aber passen. Ja, vor allem, wenn die Eierbombe daneben geht. So, Naderakete. Eins, zwei und drei. Sehr schön. Okay, Flash, du hast alles wieder rausgeholt, was ich in dieser und der letzten Folge gegen dich gesagt habe. Wunderbar. Genau so will ich das sehen. So, Spielermusik, Ranger Björn. Puh, das war heiß. Ich hatte einen Schweißausbruch. Das will ich jetzt aber nicht riechen, also schnell weg da. Da ist eine Höhle, okay. Und da ist eine Trainerin. Gegen die ich kämpfen will. Also hier mal ein Paraheiler. Und eine Limo. So. Dann ist Flash wieder fit. Und Aufi. Hi. Ich habe hart trainiert, damit ich mein Liebeskummer überwinde. Es hat mich zumindest körperlich gestärkt. Hey ho. Hey ho. Hey ho. Wir sind vergnügt und froh. Ja. Genau sowas. Nocturn. Hey, na, kommst du wieder mit deinen Elementarschlägen, die absolut keinen Schaden machen? Ja, ich war jetzt noch drauf aus, dass da unten die Schockwelle liegt. Das passiert mir immer, wenn ich Attacken umsortiere. Ach, komm schon. Oh, Mega-Hieb? Mega-Hieb könnte sogar Schaden machen, oder? Okay, hält sich in Grenzen, aber hätte viel Schaden machen können, theoretisch. Weil Mega-Hieb ist mit, ich glaube, 80 Stärke, eine ziemlich gute Attacke. Noch ein Nocturn, okay. Und ja, die Stärke von Nocturn ist halt nicht zu vernachlässigen. Ja, von daher hätte es viel Schaden geben können. Hat es jetzt nicht, aber es hätte halt. Ne? Und das muss man ja in einer Nuzlocke-Challenge immer bedenken, wie viel Schaden etwas theoretisch machen könnte. Zum Beispiel habe ich gegen das Ponita auch gesehen, dass die, dass das eventuell Nocturn. Alter! Dat Herzinfarkt. Dat fucking Herzinfarkt. Ich wollte gerade sagen, gegen das Ponita habe ich gesehen, dass der Zertrümmerer bei einem Volltreffer eventuell es besiegen könnte. Ich habe aber nicht mit einem Volltreffer gerechnet. Genauso habe ich hier nicht mit einem Volltreffer gerechnet, weil man mit einem Volltreffer einfach nicht rechnen kann. Und ich habe die Stärke dann ein bisschen falsch eingeschätzt. Naja, Nur wurde besiegt. Ich denke, ich habe es übertrieben. Ja, hast du. Also dein Nocturne hat es übertrieben. Alter Falter. Ein fucking KP. Ein fucking KP. Wow. Also manchmal bin ich echt ein Glückspilz, was das angeht. Wow. Okay. Okay. Gut, hier komme ich dann nur wieder zurück. Dann geht es jetzt also hier in der Höhle weiter. Aber ich würde sagen, hier geht es dann erst in der nächsten Folge weiter. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.